Der Spinosaurus kehrt in Jurassic World Dominion zurück. Ist es Fakt? Nein, bin ich mir sicher zu 100%. Warum erfährst du in diesem Video? Viel Spaß! Wenn euch das Thema Kaiju interessiert, lasst einen Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Es gibt viele Leute, die Jurassic Park 3 wirklich mögen. Es gibt noch mehr Leute, die sagen, das war nichts. Aber ich glaube, im Grunde sind sich doch die meisten einig, der Spinosaurus war gar keine so verkehrte Idee. Auch wenn der sich nicht mehr zwingend wie ein echtes Tier verhalten hat, war das Design doch sehr cool und er hatte einen wirklich bedrohlichen Auftritt. Seit wann sieht man meine Socken eigentlich im Video? Und dass dieser Dino sehr beliebt ist, merkt man auch schon an den Tausenden von Fragen, die im Internet rumkursieren. Taucht der Spinosaurus denn wirklich in Jurassic World Dominion auf? Ich sage ja, es würde nur Sinn machen, dass wir den Spino hier wiedersehen. Und tatsächlich hätten wir ihn eigentlich schon längst sehen sollen. Spulen wir nochmal ganz kurz zurück zu Jurassic World 1. Da gibt es nämlich auch eine ganz bekannte Szene, die aber viele irgendwie nicht mitbekommen haben. Und zwar, wo der Tyrannosaurus Rex das erste Mal auf die Bildfläche kommt und Claire Dearing auf ihren High Heels vor ihm wegrennt und ihn dann quasi zum Indominus Rex lockt. Der T-Rex aber muss natürlich sehr pompös auftreten und klatscht mit dem Kopf durch ein Dinosaurier-Skelett hindurch. Dieses Skelett war das Skelett eines Spinosaurus. Hier war der erste Versuch der Macher zu zeigen, wir haben die Kritik akzeptiert, der T-Rex hat seine Redemption hiermit bekommen. Das war den Fans aber irgendwie nicht genug, immerhin war das kein echter Spinosaurus, sondern ein toter Spinosaurus, also es war ein echtes Skelett, aber eben ein toter Spinosaurus. Das war keine wirkliche Redemption für den T-Rex, einfach die Knochen von seinem alten Erzfeind wegzuscheppern. Aus diesem Grund hatten die Macher in Jurassic World 2 Fallen Kingdom die grandiose Idee, lass doch mal hier den Spino mit einbauen und der T-Rex tötet ihn einfach ganz schnell in einem Kampf. Ähnlich wie es auch in Jurassic Park 3 gewesen ist, nur eben andersherum. Dieser Kampf wurde auch wirklich eingefügt, aber auch das konntet ihr nicht mitbekommen, weil die Dinosaurier ausgetauscht wurden. Die Szene, in der der Tyrannosaurus Rex den Carnotaurus im Kampf außer Gefecht setzt, sollte eigentlich der Tyrannosaurus gegen den Spinosaurus sein. Da dieser Kampf aber ein bisschen länger hätte dauern sollen, hat man sich dann anscheinend gedacht, es ist ein bisschen doof, ne? Da hinten bricht gerade ein Vulkan aus. Und jetzt noch so ein Saurierkampf davor zu matschen, nee, ist irgendwie auch nicht so cool. Das heißt, auch hier haben wir wieder keine Redemption bekommen. Aber wir haben jetzt in schon zwei Filmen gesehen, die Macher arbeiten daran, die Zuschauer irgendwie noch einmal zu befriedigen, indem sie uns ein Rematch zwischen dem Spinosaurus und dem T-Rex liefern. Aus diesem Grund bin ich der Meinung, jetzt würde es wirklich Sinn machen, das genauso hier einzubauen. Und es würde sogar storytechnisch sehr viel Sinn ergeben, den Spinosaurus hier mit ins Rennen zu bringen und eine Redemption zu bekommen, ohne dass der T-Rex ganz plump wieder gegen den Spino kämpft. Bevor ich zu dieser Storyline-Theorie von mir komme, möchte ich noch ganz kurz hier dieses Video zeigen. Das hatte ich mal auf Instagram gepostet, denn auch hier werden Dinosaurier vorgestellt, die sich anscheinend im Biosyn Valley befinden. Und hier sind alle Saurier drauf, die wir auch schon aus den Trailern kennen und eben der Spinosaurus. Es wurde aber irgendwie nie geklärt, was das für ein Werbespot gewesen sein soll. Es gab die Theorie, dass es hier nur um die Spielzeuge gehen sollte. Ich fand es aber eben sehr auffällig, dass wir hier wirklich jeden Saurier sehen, den wir auch bisher in den Trailern gesehen haben, plus eben den Spinosaurus, den wir noch nicht gesehen haben. Also das würde auch irgendwie für meine Theorie sprechen. Der Spinosaurus könnte da sein. Von der Story her wissen wir ja, dass Biosyn es geschafft hat, die Regierung zu überzeugen, dass sie die Erlaubnis bekommen haben, die Dinosaurier, die frei auf der Welt herumlaufen, einzufangen und eben ins Biosyn Valley zu bekommen. Was im Biosyn Valley abgeht, wissen wir noch nicht genau. Das wird uns dann der Film erst erklären. Aber auch hier könnte man sagen, der Spinosaurus befindet sich im Biosyn Valley. Von einem anderen Saurier wissen wir auch, dass er sich im Biosyn Valley aufhält. Und das ist niemand anderes als der Giganotosaurus. Nehmen wir einfach wirklich mal an, Louis Dutchson hat im Groben vor, die Dinosaurier als Waffen zu benutzen und sie gefügig zu machen, quasi dass sie wie Kriegselefanten in die Schlacht geschickt werden können, würde es doch Sinn machen, ein Monster wie den Giganotosaurus erst einmal in einem Kampf zu testen. Aus bestimmten Setbildern wissen wir auch, dass es so etwas gibt wie Ringkämpfe zwischen Sauriern. Das scheint nicht das Biosyn Valley zu sein, sondern vielmehr irgendwie ein illegaler Straßensaurierkampf auf Malta. Aber wir wissen auf jeden Fall, hier wird es Dinosaurierkämpfe geben. Was wäre also, wenn wir den Giganotosaurus in einen Kampf schicken mit dem letzten Urgiganten, der unserem T-Rex wirklich gefährlich wurde, nämlich dem Spinosaurus. Wir haben bereits in der Vorgeschichte zu Jurassic World 3 gesehen, der T-Rex hat gegen den Giganotosaurus verloren. Wir haben in Jurassic Park 3 gesehen, der T-Rex oder ein T-Rex, es war ja nicht der T-Rex aus Jurassic World, es war ein anderer T-Rex, der hat gegen einen Spinosaurus verloren. Jetzt könnte man also hier sagen, wir stellen den Giganotosaurus und den Spinosaurus gegenüber und lassen die beiden miteinander kämpfen. Das wäre nicht nur ein ziemlich cooler Kampf, sondern könnte dann auch den T-Rex zu seiner letztendlichen Redemption, zu seinem Rematch, zu seiner Rache verhelfen. Nicht wirklich zu einem Rematch,
Action. Das Ganze sollte meiner Meinung nach so ablaufen, dass der Giganotosaurus den Spinosaurus fertig macht. Das heißt, wir haben dann hier ganz klar einen Gewinner. Der Giganotosaurus ist jetzt an der obersten Spitze der Nahrungskette. Er hat vor über 65 Millionen Jahren den T-Rex kalt gemacht, hat jetzt den Spinosaurus kalt gemacht, der für uns als Jurassic-Zuschauer das nächstmächtige Monster gewesen ist in der Geschichte. War zumindest der nächste mächtige, richtige Dinosaurier abseits vom Indominus Rex. Und aus Bildern von Jurassic World 3 wissen wir schon, dass der T-Rex scheinbar auch auf den Giganotosaurus in Biosyn Valley trifft. Und das könnten Szenen sein, die wirklich sehr stark aneinander gepresst sind. Worauf ich hier eigentlich nur hinaus will, ist, es würde wirklich Sinn machen, wenn man zwei Filme lang versucht, den Spinosaurus irgendwie einzubauen und dem T-Rex irgendwie seine vernünftige Rache mit auf den Weg zu geben, dass man hier jetzt wirklich die Chance hat, das auch hinzubekommen. Jetzt gibt es eigentlich keine Grenzen mehr. Wir können jetzt Saurier einbauen, wie viele wir wollen. Wir können das ganz simpel erklären mit, ey, Biosyn hat einfach einen neuen Spinosaurus geklont oder geschaffen, wie auch immer. Und dann könnte man diese Kreaturen gegeneinander kämpfen lassen. Ich finde, von der Story her macht es eben Sinn. Und dieses Schild, was ich hier gerade nochmal einblende, ist eben auch sehr auffällig dafür, dass der Spinosaurus wohl eine Rolle spielen wird. Ich glaube, er wird keine große Rolle spielen. Ich glaube, er wird vielleicht das Screentime haben von 10 Sekunden maximal. Aber die Zeit könnte eben dafür genutzt werden, um ihn im Kampf gegen den Giganotosaurus alt aussehen zu lassen, damit dann der T-Rex zeigen kann, ich bin immer noch der König der Dinosaurier. Warum der Kampf Giganotosaurus gegen T-Rex mit einem Tod des T-Rex dennoch auskommen wird, da bin ich mir auch sehr sicher, das wirst du im nächsten Video erfahren. Lass mich jetzt aber erstmal deine Gedanken zu dieser Theorie hier wissen. Meinst du, der Spinosaurus taucht nochmal auf? Würdest du dich darüber freuen? Und was hältst du von meiner Redemption-Battle-Theorie? Könnte das Ganze so im Film vorkommen oder eben nicht? Und dann würde ich sagen, bin ich raus für heute mit diesem Video. Ich wünsche dir was. Bis dann, ciao.